Recht herzlich willkommen zur 99. Folge von Simotrans. Ja, wir sind wieder drinne im Spiel. Letztes Mal hatten wir noch die Gurke zugange. Das war der LKW, der dieses kleine Stück da fährt, irgendwo ja bei den touristischen Zielen, ne? Und naja, das ist jetzt nicht so spielentscheidend, ne? Ich denke mal, wir gucken mal gerade, ob irgendwelche Städte sich vergrößert haben. Und ob wir da was nachlegen müssen. Hier sieht's nicht so aus, ne? Nö. Dann Riedenburg. Auch nicht. Waldeck. Und letztes Mal erst dieses hier, glaub, gemacht, ne? Die stehen kurz davor, wieder zu wachsen, denke ich. Floto. Auch nicht. Also Nachhausen. Auch nicht. Lauter. Auch nicht. Döbeln. Nicht wirklich. Adolfzell. Ist nicht gewachsen. Nein, und dann haben wir nur noch Adenau. Und da ist auch alles abgedeckt. Gut, das haben wir dann nicht. Ja, dann haben wir das geklärt. Schauen wir mal gerade in die Finanzen rein. Monatlich sieht gut aus, ne? Da war sogar einer der Spitzeneinnahmen den Monat da. Das läuft. Ja, da hatten wir aber mal ein Jahr, das war viel besser, okay. Aber das ist halt so. Und dann holen wir uns die Liste rein. Mit den Fahrzeugen wieder. Da haben wir ja noch ein paar blaue unterwegs zum Beispiel. Aber das ist jetzt die Geschichte mit, ne? Wir haben keine besseren Busse sozusagen, ne? Ja. Machen wir mal so. Ja, hier unten sind dann die, die auf Material warten. Das wäre die Gurke wahrscheinlich. Und hier fährt noch was. Da muss noch irgendwie ein altes Fahrzeug drauf sein oder was. Aber nicht alle, oder? Nee, nicht alle. So sieht's aus. Lebensmitteltankwagen ist das. Was ist das? Der fährt Paletten. Also, das ist jetzt. Die fahren jetzt die Milch hier irgendwo, ne? Oder was ist das? Ja, das war die Milch, die von drüben kommt per Lastwagen, genau. Und die anderen beiden, was fahren die? Paletten Südfrüchte, okay, die fahren die Südfrüchte durch die Gegend. Das heißt, wir packen da mal definitiv die Südfrucht-LKWs, die machen wir, sehen wir mal aus. Da haben wir ja hier bestimmt zwei LKWs, die das auch machen wollen. Gehen wir mal auf Südfrüchte. Passt. Das ist auch der zum Beispiel mit dem Anhänger. Und die Linie heißt Döbelnhafen Markt. Das ist die Döbelnhafen Markt. Kopieren wir das Ganze und dann starten wir das. Und diese beiden dürfen dann ausgemustert werden. Der ist weg. Sieht aus wie ein Gigaliner hier auf dem Foto. Die schmeißen wir gerade da unten hin und den zweiten auch noch. Das kann weg. Und der kommt dann auch noch dahin. Das ist dann erledigt. Und hier müssen wir dann mal überlegen, gibt es da schon für den Milchwagen, Milch, denn was Neues? Ich glaube nicht mehr, oder? Oh. Ne, das ist der neue. Das hier ist einer, den wir noch ausmustern können, ne? So, dann sind wir den auch los. Gut, erledigt. Dann ist die Linie auch schon gleich fertig. Dann sollte, wenn der weg ist, was ja nicht mehr lange dauert, dann das Bläuliche hier schwarz werden, oder? Jetzt kommt er zum Markt. Und siehe da, alles ist schwarz, alles ist gut. So, dann haben wir das auch geschafft. Dann können wir den auch dicht machen hier. Ist hier irgendwo noch was? Ah, hier unten ist noch was. Wo stehen die denn, Schlange? Ah, da passt gerade was nicht, oder?
Das ist ganz schlecht hier. Machen wir gerade auf hier. Warte mal, da kommt jetzt ein LKW. Ändert das was? Ich glaube nicht, ne? Der holt nur, ne, oder? Wenn überhaupt. Ja, die Busse stehen hier Schlange und die auch. Das ist doof. Dann würde ich mal sagen, gib dem mal gerade. Freie Wegpunkte haben die da drauf. Ach, das ist wahrscheinlich unten dann, ne? Dann fahr du mal dahin. Weiß ich jetzt nicht. Steht der nächste da. Der hat das gleiche Problem wahrscheinlich. Das ist da. Wo ist der freie Wegpunkt? Das ist die Frage. Ah, der ist da unten, okay. Er schickt den auch weg. Dann haben wir noch einen von der Sorte. Die bringen da jetzt nichts hin und warten auf Füllung, oder was? Zack, weg. So, das soll hoffentlich funktioniert haben. Die beiden fahren nach da oben, das ist auch okay so. Und dann werden die Busse entladen. Und dann funktioniert das hier erst für den ersten Moment, ne? Mehr nicht. Müssen wir hier noch was ändern, denke ich. Die beiden fahren nach da oben weg. Das sieht schon ein bisschen komisch aus da mit dem LKW. Ja, was ist mit diesen Händschellen? Ist da jetzt was drauf? Nee. Bäckerei Marktmühle. Was fahren die? Fallen ein Stück gut. Gute Frage, ne? Dem hat's hier die Plane weggeweht, oder was? Vom Anhänger. Sehr interessant. Den letzten Sturm nicht mitgenommen. Okay, cool. Mach den mal nach da unten und dann müssen wir mal gucken, was die für eine Ladung haben. Machen wir gerade schneller. So, jetzt ist er tatsächlich beladen, ne? Eier voller, Paletten voller Eier, so. Bringen ihn zum Markt. Der ist hier unten, ja. So, dann geht eine leere Tour nach da oben. Und dann stehen sie da wieder. Alles klar, läuft, ne? Ja, bedeutet, hier müssen wir was umbauen. Ja, wie nur die Frage. Erstmal Straße. Also ich glaube, diese Doppelte können wir schon mal definitiv löschen. Das braucht keiner mehr. Und dann so verbinden. Dann nehmen wir das mal hier noch weg. Und bringen das noch auf die Strecke. Ja, und da auch noch mal hin. Das ist auch okay. Bushaltestelle lassen wir hier. Wir machen hier mal die Tour so rum. Bringen dann hier noch ein paar Stellflächen hin. Das passt dann. So. Das sieht gut aus soweit. Und dann brauchen wir ein paar Verkehrsschilder, ne? Und zwar machen wir das dann dahin. Ja, muss so sein, ne? Von da hinten kommt, passt dann sozusagen. So. Und dann werden wir dieses Stück Straße gleich entfernen, aber jetzt schicken wir erst die LKWs weg. Zack,
Weg. Der, ne, da sind wir falsch. Wir haben das nicht doppelt geklickt, so. Ne, das war auch verkehrt. Details. Fahrplan ist es. So. Jetzt können wir das wegmachen. Die beiden fahren sowieso gleich durch. Und dann müssen wir noch dieses hier. Ah, da steht noch einer. Okay, dann doch nicht das. Dann nochmal das. Dritter LKW. Bitte wegfahren. So. Da kommt der Bus. Und wie fährt der Bus überhaupt? Fährt er geradeaus weiter? Ne, der dreht da sogar. So, und das war's damit. Haltestelle für die, ne? Jetzt Auswahlsignal. So, das können wir alles schließen, glaube ich. Das machen wir auch zu. Sollte der nicht ausgemustert werden? Sollte mal gucken, ne? Machen wir Lupe. Na, Blödsinn, ne? Haben wir doch hier. Wer ist denn da auf der Linie noch drauf? Ach, die beiden sind das, okay. So, das ist Bäckerei. Ah, die fahren da hoch, aber da oben brauchen wir gar nicht. Wir brauchen hier unten nur. Aber die Eier sind schon mit zwei Wagen zu fahren, ne? Oder wie ist das? Ja. Bäckerei. Fahren die auch Mehl? Ich glaube, die fahren auch Mehl. Nein, das war falsch. Dann machen wir erstmal den gerade weg. Den verkaufen wir. Und anhängen. Mandeln sind jetzt nicht gefragt, sondern Mehl. Das ist einer daneben. Und das ist dieser LKW. Mit dem Anhänger kennen wir ja schon. Linie ist Bäckerei Marktmühle. Richtig. Ja. Und das Ganze kopieren und starten, starten. So, dann haben wir das auch erledigt. Dieser ist dann, zack, ausmustern. Jetzt hat er gerade frisch geladen, ne? Hat gerade so geklappt, da. War kurz davor, dass das, ne, erledigt gewesen wäre. Und bei dem gilt das gleiche in grün. Die sind dann auch ausgemustert. Und dafür fahren die anderen beiden ja dann da drauf. Gut. Jetzt müssen wir nur da oben mal gerade hingucken. Da müssen wir nach hier ein bisschen rauszoomen. Da sind die zwei neuen LKWs, die da fahren. Und die fahren ja jetzt auch hier lang, ne? Ja, die müssten ja auch durchfahren. Die haben keine 100% irgendwo. Hast du das jetzt verstanden? Nee, ne? Naja, wird schon passen, oder? So, hier steht auf jeden Fall schon mal einer wartend und jetzt gucken wir, wo der hinfährt. Ich gehe mal davon aus, dass er sich eine andere Haltebucht nimmt. Und der ist sogar leer, dann fährt er auch sofort weiter, oder? Ne, der wartet tatsächlich auf irgendwas. Ja, und der fährt natürlich nicht hier rein. Keine Ahnung, warum das jetzt wieder nicht ist. Das heißt, wir bauen dann nochmal die Straße nochmal anders. Machen wir so. Reißen das hier weg. Geben da nochmal ein neues Schild. Dann passt das. Und reißen das Schild da weg. So, und jetzt stehen sie in der Warteschlange. Super, ne? Oder? Hat voll geklappt mit unserem Plan. Da steht er nicht. Der steht also wohl auf dem Feld. Zack. Fahr mal erst dahin. Dann fahr bitte vor das Schild. Und wenn du vor dem Schild bist, werde ich dich nochmal zurückholen. So. In der Hoffnung, dass das jetzt richtig ist. Bei dem das gleiche in grün.
Der darf da hinfahren. Der LKW fährt jetzt richtig. Der ist auch davor gelandet, fährt auch wieder zurück. Und dann passt's. Der steht da. Sieht erstmal gut aus, ne, oder? Der holt sich eine neue Haltebucht. Jo. Und entlädt da erstmal alles gut. So, jetzt die Frage, was er da macht. Mehl, Norddeutsche Mühle, Großbäckerei. Und er wartet auf Beladung. Sehr interessant. Das ist die einzige Tour, die der fährt. Jo. Gut, dann wartet er da. Und wie sieht das hier aus? Ja, ist alles gut da, ne? Nur wann ist das Mehl fertig? Ach so, alles klar, ich verstehe. Die Großbäckerei, die braucht gar kein Mehl zurzeit, ne? Kann das sein? Mehl voll da, alles klar. Zucker, Eier, auch alles da. Backwaren müssten dann abgeholt werden. Wer holt die? Gute Frage. Der? Der holt die Eier und fährt aber leer wieder zurück, oder? Jo. Müsste ja dieser LKW mit der kaputten Plane sein, der dann da die Backwaren holt, oder? Wieso fährt denn der überhaupt noch? Sollte er nicht ausgemustert werden? Komisch. Der ist wohl doch noch nicht ausgemustert. Dann machen wir den auch noch gerade schnell. Das ist der mit dem Anhänger. Und wenn der jetzt die Backwaren fährt, ne, dann können wir den nämlich zweimal gleich machen. Da warten wir noch drauf. Strecke ist Backwaren Adenau Radolfzell. Und im Endeffekt können wir das doch gerade mal gucken, ne? Das, oh, jetzt habe ich hier natürlich zack die 9 gedrückt. Ja, der holt die jetzt, die Sachen. Und ist auch voll geladen. Und da warten 97 Backwaren, aber 1328 Eier. Ist die Frage, ob wir da einen zweiten LKW draufsetzen können, ne? Aber ich glaube schon. Zack. Zack. Beide los. Der ist, die Details sind offen. Wo sind die dann? Ist egal, der muss dann mal aus. Dann ist das auch erledigt und jetzt müssen wir noch den Eier-LKW finden, ne? Ist er das? Nicht wirklich, oder? Die Eier sollen auch zum Markt. Alles klar. Das heißt, die beiden LKW bringen das auch weg, oder? Ist dann einer von denen, ne? Muss mal gerade schneller laufen. Der fährt dann auch hoch. Der hat die Eier jetzt mitgenommen, oder? Dann fährt er mit zum Markt. Bäcker, Markt, Mühle. Hat Eier mitgenommen. Der auch. Ne, der hat aber Backwaren. Aber der hat Backwaren und Eier, der macht beides. Gut. Ist nur die Frage, wann das da weniger wird, ne? Können wir vielleicht sogar noch einen LKW mehr draufsetzen bei der Menge? Die Backwaren sind ja jetzt sogar noch mehr geworden, ne? Anstatt weniger.
Nee, ist voll. Nur Passagiere da am Stehen. Adenau Ost Deutsches Rathaus. Ja. Die Frage, wann da der Bus kommt, ne? Das ist ein Milchwagen. Der fährt weg. Der war da. Das ist, glaube ich, Stadtverkehr. Und da ist der zweite, ne? 67. Der ist voll. Die Linie fährt 30.000 plus. Der zweite Bus. Die fahren beide plus. Das heißt, da kann auch noch definitiv ein dritter drauf. LKW? Nee. Kriegt das auch anders mal bitte eingeblendet? Ach so, ich weiß warum. Na komm, mach alle. Wo ist er? Ja, ist nur der, ne? Und was ist das hier für eine Linie? Döbeln, Radolf, Zell, Adenau. Tendenziell neige ich dazu, sogar zwei da einzusetzen. Der eine fährt. Und den zweiten nehmen wir auch mit, fangen den aber ab. Und der kriegt einen Fahrplan nach hier unten irgendwo hin. Der eine fährt zur Klosterbrauerei und dann fährt der andere nach Döbeln. Fertig. Läuft, würde ich sagen, ne? Ich gehe auch davon aus, dass die beiden voll werden werden. Werden würden, so. So, hier wird es nicht weniger, ist auch zu sehen. Und da unten wahrscheinlich leer auch nicht, ne? Ja, 360. Gut. Müssen wir in der nächsten Folge gucken, dass wir hier bei der Großbäckerei reingucken und hier bei Döbeln den Umschlagbahnhof, wo jetzt hier der da gerade kommt, ne, mit 100 Leuten drinne. Dann müssen wir die 360 mal gerade anschauen, wie viel der da gerade umschlägt. Ja, 371, das nimmt kein Ende. Und Adenau sind immer noch über 200 Grad gewesen, ne? Jetzt noch 106. Da oben kommt jetzt noch einer. Der hat nur 54. So, jetzt der. Adenauerstraße ist jetzt 52. Aber hier sind noch weitere nach Adenau. Also das ändert sich nicht. Das war nicht verkehrt, die da noch drauf zu nehmen. Oh, der LKW holt jetzt den Bus hier, ne? Wo ist denn das? Da. Krass, oder? Naja. Gut, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.